So, hier kann ich hoch. Hoppa, zur Seite, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Und da haben wir auch schon den Aussichtspunkt. Vielleicht sehe ich jetzt ein bisschen mehr, bin ein bisschen schlauer. Oh, ach, da ist das Tor. Oh, ich bin nicht blöd. Da steht das Tor, ist das Tor direkt vor mir. Ja, da ist es. Und wir springen nach unten. Und klabatsch. Und wir gehen los. Und rempeln uns durch. Ich sagte rempeln. Was verstehst du unter rempeln? So. Klauen uns mal eben. Klauen nicht. Wir borgen uns ein Pferd. Ich nehme jetzt mal das schwarze. So, dann geht es los. Ah, der war doof. Ah, da kommen wir gar nicht lang, okay. Irgendwie will der gerade nicht da lang, wo ich lang will. So, jetzt. Auf zu unserem Onkel. Na komm. Oh ja. Hier hot und so. Ja, möchte ich. Ich will dahin. Danke. Ich muss das Gold aus der Truhe nehmen. Ich muss meine Stadt weiterbauen und ich muss das Teil einsetzen, um irgendwann an alter Irs Rüstung ranzukommen. Ja, hier komme ich jetzt eh nicht mehr rein. Also ich komme nicht mit dem Pferd da rein. Laufen wir weiter. Gerade eine kurze Neuaufnahme. So. Ja, ich werde jetzt als erstes, bevor ich die Quests annehme und sonst was mache, werde ich erstmal die Truhe entleeren, was an meiner Stadt bauen und das erste Teil einsetzen. Ab in das Haus meines Onkels. Ich wollte gerade schon Vater sagen. So, hier fangen wir an mit der Truhe, bitte. Einkünfte dauern. Okay. 2793 Florin mitgenommen. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt bauen wir erstmal an der Stadt. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Jetzt würde ich dich wohl kaum anlabern. Was hätten wir denn gern? Wir hätten gern. Steigert den Wert der Stadt. Steigert den Wert der Stadt. Dieses Gebäude. Ja, was machen wir denn? Ich würde sagen. Wollen wir den aufbessern? Dann kriegen wir auch Rabatt. Muss ich gucken, wo könnte ich Rabatt brauchen? Aha, Bank steigert den Wert der Stadt enorm. Dann werde ich einmal hier drauf machen. 5000 Florin. Gebäude renoviert, Bank. Wunderbar. Schmied, Arzt, Schneider. Arzt. Ja. Hauen wir einen Arzt nochmal einmal raus. Gebäude renoviert, Arzt. Und wollen wir noch ein Bordell bauen? Ja, bauen wir noch, oder? Eine Militärkaserne, Diebesgilde, Brunnen. Ach komm, die Männer müssen auch ein bisschen Spaß haben. Bauen wir ein Bordell. Weil bis jetzt hat das ja noch geschlossen. Die haben alle zu. Bordell haben wir jetzt wieder eröffnet. So, jetzt haben wir noch 11.000. Behalten wir erstmal. Was war das jetzt? Oh! Plus 10. Was? Oh Mann. Was war das jetzt gerade? Inventar, Verschwörer, Datenbank, Option beenden. Nee. Datenbank? Nö. Ah, frage ich sie gleich mal. Ezio! Komm rein, komm rein! Was bringt uns diese Ehre? Was uns die Ehre bringt? Die Ehre bringt mir, dass ich mal in den Geheimgang muss. Denn ich will an Altairs Rüstung ran und wir haben das erste Teil haben wir gefunden. Was? Wie kann denn jetzt schon 1400 Florin wieder drin sein? Ja, jetzt welches Siegel ist es denn? Ist die Frage. Moment. Oh, ich weiß natürlich nicht, welches Siegel es ist. Untersuchen. Auf diesem Podest steht bla 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 mit Pfeil und Bogen. Es sieht aus, als würde da etwas fehlen. Siegel platzieren, hier ist es.
da ist Altairs Rüstung. Und der erste Riegel ist weg. Altairs Rüstung. Okay. Es fehlt uns also noch... Lol, wieder Wert plus 25. Interessant. Uns fehlen also noch 5 Siegel, um an Altairs Rüstung ranzukommen. Ezio, haha, komm rein. Halt die Klappe, ich will gerade mit dir reden. Ich will mit dir reden. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ja. Ich würde gerne wissen, wie viel meine Stadt wert ist. Ich bekomme 1964 Florin jede 20 Minuten. Das ist interessant. Gut. Der Arzt, Schmiedra. Okay. Sammlung. Ausrüstung. 2 von 22 Waffen. Ach du Scheiße. Jetzt fehlen ja anscheinend noch Sachen ohne Ende. Dann werde ich jetzt. Bis bald, Ezio. Ja, hat die Klappe. Ich will jetzt doch nicht mehr mit dir reden. Ich glaube, ich werde den Schmied doch nochmal. Habe ich den Schmied? Nee, ich habe den Arzt, glaube ich. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja. Ich hätte gerne den Schmied nochmal aufgebessert. Da. 7000? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Kriegen wir nochmal 7000 Florin. Ach du Scheiße. Dafür kriegen wir aber auch 2000 irgendwas. Und da höre ich auch schon das Telefon klingeln. Das heißt, ich werde jetzt hier eine kurze Pause einlegen. Und sage bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise ich mache gleich hier weiter. Bis dahin, viel Spaß mit Videos, euer Hedi. So, Entschuldigung Leute, es geht doch noch weiter. Beziehungsweise ich möchte einfach nur ganz schnell irgendwie abspeichern, dass das vorbeigeht hier. Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha, wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf 2 Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Okay, Mario auf dem Übungsfeld treffen und zu trainieren. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! So, Checkpoint erreicht, Leute. Sorry, ich mache hier Schluss. Bis gleich. Bis später. Euer Hedi. So, Leute, sorry für die kleine Unterbrechung. Wir machen mal eben weiter. Ich möchte jetzt mal eben nicht mitten... Also, warte mal, Moment. Das halten und das drücken. Um auszu... Ah, okay. Jetzt noch ein. Komm, greif an. Ausgewichen. Viel besser. Ein letztes Mal noch. Und tschüss. Danke, fertig. Nächste Übung. Entwaffnung, okay. Okay, das und das. Dann kann ich ihn entwaffnen. Aua. Das möchte ich nochmal sehen. Ich habe ihm gerade den Arm gebrochen. Wieso möchtest du das nochmal sehen? Ja, noch mit den Arm brechen. Schön, dass wir immer unseren Onkel den Arm brechen müssen. Ja, anvisieren.
Komm her. Magnifico! Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. So, plus 1000 Florin mal wieder. Und da haben wir das, was ich will. Eine Synchronisierung. Perfekt. Das heißt, es ist jetzt 100%ig gespeichert. Fähigkeiten ausweichen erlernt. Und Fähigkeiten entwaffnen erlernt. Gut. Damit war es das für jetzt. Wirklich hier endgültig jetzt. Und bis dahin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis dahin viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.